Unnützes hin- und herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden. So, ist Cruising verboten? Was ist unnützes Umherfahren und kann das bestraft werden? Es ist Sonntag. Ihr habt das Auto geputzt, auf Hochglanz poliert. Eure Freundin hat sich schick gemacht. Ihr habt den feinsten Zwirn an. Setzt euch in euer Auto und fahrt zunächst mal auf die Flaniermeile. In Berlin ist das der Kudamm, in Düsseldorf die Königsallee und in Bayern irgendwo auf dem Land auch mal gerne die Dorfstraße. Die Leute sitzen im Café, die Straße ist dein Laufsteg. Der Auspuff röhrt, deine Freundin sitzt neben dir, alle gucken dich an und du fährst schön den Kudamm rauf und den Kudamm runter und den Kudamm wieder rauf und wieder runter und rauf und runter und rauf und runter. Und dann im Leerlauf lässt du den Motor nochmal so richtig schön hochfahren, damit auch alle noch wissen, dass du da bist. Dann holst du dir ein Eis und dann fährst du wieder den Kudamm rauf, den Kudamm runter, den Kudamm rauf, den Kudamm runter und es macht Spaß, die Sonne scheint und dann passiert's, du wirst angehalten und der Polizist wirft dir folgende Ordnungswidrigkeit vor. Es gibt nämlich einen Paragraphen 30 Ordnungswidrigkeitengesetz und da sind Sachen verboten, die eigentlich relativ viele Leute häufig tun. Zum Beispiel Leute fahren unnötig hin und her und gehen da vielleicht anderen mit auf den Keks. Ich kenne das auch, ich gehe den Kudamm runter und kriege fast einen Herzinfarkt, weil neben mir so ein Tarnfleck-Mercedes einfach nochmal richtig schön Gas gibt und auf meinem Weg auf den Kudamm begegne ich dem Fahrzeug auch ungefähr 8 Mal, weil er immer wieder rauf und runter fährt, so wie in unserem Beispiel eben. Das erfüllt dann auch den Tatbestand des § 30 Ordnungswidrigkeitengesetz, weil zum einen bin ich unnötig hin und her gefahren und ich habe andere Leute dadurch belästigt. Das muss natürlich hinzukommen. Und in unserem Beispiel stand man zwar hier einmal schön im Mittelpunkt, allerdings ist man den anderen Leuten auch damit auf den Keks gegangen. In der Straßenverkehrsordnung § 30, der ist überschrieben mit Umweltschutz, Sonn- und Feiertagsfahrverbot. Aber die Überschrift verrät nicht alle Geheimnisse, die in diesem Paragraphen drinstehen. Da steht nämlich drin, bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigung verboten. Es ist insbesondere verboten, Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen. Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden. So, weit die Vorschrift. Und ihr merkt natürlich, darunter kann man natürlich sehr viele Sachen subsumieren. Ein Belästigungsgefühl ist natürlich auch sehr subjektiv. Oh, jetzt kommen sie. Das Problem dieses Gesetzes ist, wenn ihr das so richtig mitverfolgt habt, dass man eigentlich darunter sehr viel fassen kann. Das ist im Prinzip auch das Problem, denn es gibt Meinungen in der Literatur und auch in der Rechtsprechung, die sagen, dass dieses Gesetz nicht bestimmt genug ist. Also es wird nicht genau beschrieben, was denn jetzt wirklich verboten ist und was noch erlaubt ist. Allerdings muss man auch sagen, es wird hier hantiert mit unbestimmten Rechtsbegriffen und unbestimmte Rechtsbegriffe sind natürlich in Gesetzen keine Seltenheit und sie müssen also ausgelegt werden. Und es ist so, dass hier die Tatbestandsvoraussetzungen auch recht eindeutig umschrieben sind. Unnötiges Hin- und Herfahren und eine Belästigung. Also, wenn du jetzt an deinem Auto stehst und die Tür immer auf und zu und kabum, 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 kabum auf und zu schlägst, dann dürfte das eine Belästigung sein. Und wenn die Leute im Café sitzen, ihren Kaffee schlürfen und das Spaghetti-Eis essen, dann stört die das und dann könnte ein Polizist kommen, sich auf § 30 beziehen und sagen, aufhören und Bußgeld. Anders könnte es natürlich aussehen, wenn es jetzt tatsächlich um sogenanntes Posing oder Cruisen auf dem Kudamm geht. Da könnte man natürlich jetzt sagen, also einmal rauf, einmal runter, ohne dass man sich auffällig verhält, dürfte also auf jeden Fall in Ordnung sein. Anders könnte es dann schon auch sehen, wenn man also hier das Fahrzeug unnötig beschleunigt, unnötig Krach macht, an der nächsten Ampel wieder bremst, wieder beschleunigt, wieder stark abbremst und die ganze Zeit hin und her fährt. Da könnte natürlich dann irgendwann
dieser Tatbestand auch erfüllt sein und auch eine Belästigung da drin sein. Insofern könnte man hier auch gut vertreten, dass das dann eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Und je stärker ein Auspuff aufgebohrt ist und umso mehr Krach er macht, umso eher fällt man natürlich auch in den Anwendungsbereich dieses Paragraphen. Das heißt, gerade Leute, die auch mit ihrem Auto eigentlich auffallen wollen, schaffen das auch und fallen dann auch relativ schnell hier in diesem Paragraph. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, wenn ihr mit mir mal den Kudamm rauf und runter fahren wollt, mal das Gas durchtreten wollt, dann schreibt uns in die Kommentare. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann abonniert unseren Channel. Ansonsten viel Spaß beim Cruisen, beim Eisessen. Recht einfach von Rüden, euer Johannes.